So, jetzt zeige ich euch mal, wie man ein Smith & Wesson Revolver auseinander nimmt. Zwecks, sei es jetzt zum Kontrolle, ob es passt, säubern, Tuning. Schauen wir erstmal, ob es leer ist. Da sind Pufferpatronen drin. Nehmen wir die mal raus, brauchen wir jetzt nicht. Versuchskaninchen ist ein Revolver, ein Schützenkollegen, der es mir überlassen hat, um den Abzug leichter zu machen, bevor es wieder zurückgeht. Ist ein 686er Dash 5, ein europäisches Modell, Practical Champion, mit einem relativ seltenen, wie heißt denn das, eigentlich ein PPC-Korn, da kann man auf vier verschiedene Positionen stellen, LPA-Visierung, also definitiven Scheiben, Revolver, Prezi-Revolver, sieht man auch selten, unfluted. So, bevor wir anfangen, ein paar Tools, die ich gerne verwende. Eins von denen ist, ich habe mal so eine Schablone ausgemalt, damit ich weiß, wo welche Schraube hinkommt. Ja. Bei einigen Modellen sind nämlich diese zwei Schrauben ident, also schauen gleich aus, sind aber um Makro- oder Mikromillimeter unterschiedlich lang. Und dann kann es passieren, dass dann, wenn man die verwechselt, die Trommel nicht mehr ordnungsgemäß oder schön flüssig aufschwenkt. Deswegen habe ich das. Auch damit man die Schrauben nicht vernudelt, die richtigen Schraubenzieher. Und zwar brauchen wir welche, ich hoffe, das sieht man, die nämlich parallel zulaufen. Ja, sowas. Nicht so eines. Ja, die gerade zusammengehen. Um Zeit zu sparen, habe ich schon die Griffe runtergenommen. Also fangen wir mal mit den Schrauben an hier. Richtige Schraubenzieher verwenden, bitte. Das wollte ich glaube ich noch ein paar Male sagen. Mea culpa. So. Dann geh rein mit dir. So, jetzt können wir die Seitenplatte entfernen. Wichtig ist, nicht mit dem Schraubenzieher da reingehen und hochhebeln. Und dann kommen hier Kratzer zustande und da Kratzer zustande. Das zeigt, dass die Person sich nicht auskennt, wenn man solche Kratzer sieht. Einfach mit den Fingern rein und leicht Druck, also leicht hochhebeln mit dem Finger, leichten Druck ausüben und mit was Weiches, wie zum Beispiel einem Schraubenzieherkopf, hier drauf klopfen. Und wie man sieht, löst es sich schon. Vorsichtig. Das ist ein neueres Modell mit Meme-Teilen. Ja? Ist aber ähnlich zu den älteren Modellen vom Prinzip des Auseinandernehmens. So, jetzt lösen wir die Spannung von der Mainspring. Dafür gibt es diese Schraube unten. Vielleicht ein kleines Notabene. Wenn ihr mal Fehlzündungen haben solltet mit eurem Revolver, liegt es zu 99,9% an dieser Schraube, dass sie sich nämlich gelöst hat. Einfach nachziehen und dann sollte es wieder gehen. Man muss nicht ganz rausschrauben, es reicht, wenn man so viel rausschraubt, dass die Mainspring rauskommt. Bei den neuen Modellen geht das manchmal ein bisschen schwierig. So, da haben wir das. Jetzt kommt der Rebound Slide, das ist dieses schwarze Metall hier und die Rebound Spring hier drinnen. Im Grunde genommen ist es kein Hokuspokus. Schraube oder ein Metallteil hier rein und hochhebeln. Beim Hochhebeln bitte irgendwas drauf geben, jetzt zum Beispiel einen Finger. Ich lege meinen Finger einfach hier drauf, weil die Feder ist doch sehr stark unter Spannung. Ich habe teuer daraus gelernt beim ersten Mal, nämlich die Feder ist mir in den LCD-Monitor reingeflogen und hat einen Kratzer reingemacht. Also Finger drauf, hochhebeln, eins, zwei. Ein paar Modelle haben diesen Pin drin, ich habe es schon einmal angemerkt im alten Video, das sorgt manchmal für ein Klackern bei einigen Revolver. So, ein bisschen nach hinten ziehen. Den Abzug bis nach hinten ziehen und dann kann man nämlich
den Hammer rausholen. Man könnte jetzt schon die Trommel rausschwenken eigentlich. So, Trommel hinten lassen. Das nach vorne ziehen. Jetzt kann man den Abzug auch noch rausnehmen. Also dieses Metallteil hier heißt auf Englisch Hand, ist dafür verantwortlich, dass, puh, bist du schmutzig, ist dafür verantwortlich, dass die Trommel weiter schwenkt. Nach hinten ziehen oder rausziehen aus dem Spalt. Und dann kann man den Abzug auch schon rausnehmen. Im Grunde genommen reicht das, um den Revolver zu tunen, zu putzen. Mehr muss man nicht machen. Wenn man wirklich alles unternehmen will, dann kann man hier noch die Schraube hier lösen. Da kommt dieses Metallteil hier raus. Und entsprechend ist es, das ist der Zylinder-Stop. Kann man einfach auch reindrücken und dann raushebeln. Aber das machen wir heute nicht.